Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch wieder etwas aus dem umfangreichen Hooniverse mitgebracht. Und zwar die zweite Storyline mit William Hartnell als erstem Doktor, beziehungsweise Doctor Who, erster Doktor, die Daleks. Ja, es ist endlich soweit. Am 29. Juni 2018 bringt Polyband auch die zweite Storyline des ersten Doktors, gespielt von William Hartnell, in den Handel. Zwar nur auf DVD, aber das macht nüscht. So schaut das Ganze aus. Es ist ein etwas dünneres Digipack. Hier haben wir dann BBC, den Schriftzug Doctor Who im Stil des 13. Doktors, des kommenden Doktors, weil, wie schon bei den Hörspielen, die BBC möchte das gerne so haben, dass das alles einheitlich ausschaut. Vorne drauf haben wir William Hartnell, hinten die TARDIS und vorne die Erzgegner, die legendären Daleks. Das Ganze hat ein FSK-Flatschen vorne auf der Umverpackung, die lässt sich bei Wunsch entfernen. Und wie das Ganze von hinten aussieht: Wir haben hier vorne einmal, hier vorne. Wir haben hier hinten drauf einmal eine Zusammenfassung der Folge, dann hier ein paar Hintergrundinformationen und hier die 7 Episoden aufgezählt. Der tote Planet, die Überlebenden, die Flucht, der Hinterhalt, die Expedition, die Feuerprobe, die Rettung. Diese Storyline besteht aus 7 Folgen à 25 Minuten, macht eine Gesamtlaufzeit von 175 Minuten. Und da muss ich sagen, das lohnt sich auch. Die nächste Storyline, die jetzt bald in den Handel kommt, Am Rande der Vernichtung, besteht gerade mal aus 2 Episoden. Ja, schade eigentlich, aber was will man machen? Als Bonusmaterial haben wir ein Booklet, eine Bildergalerie, Audiokommentare und das Feature Creation of the Daleks. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Jetzt schauen wir uns das erstmal von innen an. Dazu hole ich mein Messerchen raus und führe einen gezielten, sauberen Schnitt durch, der das Digipack nicht verletzt. Schwupps ist die Folie ab und wir können uns das Teil von innen ansehen. Ah, ich hatte gehofft, es ist von innen größer als von außen. Nee, so, hier ist einmal das Booklet im Hintergrund. Ah, schön hier. Das Weltall. In diesem Booklet finden wir Fakten und Hintergründe. Die Daleks, jeder große Held hat auch einen großen Feind. Jawohl. So. Ja, es sind halt nur 8 Seiten, aber naja, immerhin. So, das Ganze befindet sich auf 2 DVDs, Episode 1 bis 4. Und hier vorne haben wir wieder die Daleks. Und hopp, wie geht das? Mal schauen. Achso, das ist hier so eingehakt. Und Episode 5 bis 7 plus Bonus. Sehr schön. Ja, worum geht's? Die Folge setzt exakt da an, wo die letzte Storyline, die wir bereits gesehen haben, die ich euch schon vorgestellt habe, das Kind von den Sternen, also wo diese Storyline aufhört, setzen die Daleks ein. Der Doktor landet mit seinen Begleitern auf dem Planeten Skaro. Alteingesessene Whovians wissen natürlich sofort: Oh, Skaro, der Planet der Daleks, der Daleks. Die Daleks, das sind diese Salzstreuer-ähnlichen Roboterwesen, die ein bisschen aussehen wie R2-D2 aus Star Wars. Allerdings sind diese kleinen, niedlichen Roboter alles andere als freundlich und hilfsbereit, sondern sie sind böse und gemein und sie wollen die gesamte Galaxie unterwerfen, beziehungsweise vernichten, beziehungsweise exterminate. Ja, der Doktor gerät zwischen die Fronten, zwischen den Daleks und den Thals. Die Thals, die leben ebenfalls auf Skaro. Es gab da einen Atomkrieg, infolgedessen ein Teil der Bewohner quasi mutiert ist und die haben jetzt diese Kampfpanzer hier. Der Doktor selbst gerät in Lebensgefahr. Hier müssen wir dazu wissen, dass der Doktor zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht über die Fähigkeit der Regeneration verfügte, beziehungsweise die Idee mit der Regeneration, die gab es hier noch nicht. Jetzt die Frage: Wie funktioniert diese
Storyline, die vom 21. Dezember 1963 bis zum 1. Februar 1964 ausgestrahlt wurde. Wie funktioniert diese Storyline heute? Infolgedessen, dass die Daleks sich bis heute trotz einiger kleiner Modifikationen kaum verändert haben, das heißt noch genauso aussehen, noch genauso böse sind und dass selbst jeder, der nur ein bisschen was von Dr. Who weiß, weiß, wie gefährlich die Daleks sind, funktionieren die Daleks auch heute noch. Der Doktor selbst, ja, er ist etwas witziger als in der letzten Storyline, aber eben noch nicht so witzig, wie wir den Doktor heute kennen. Das hier ist eben Science Fiction. Es ist, ja, wir haben eine fremde Welt, wir haben eine fremde Bedrohung, wir haben den Krieg zwischen zwei Völkern, wir haben eine Atomverseuchung. Das Ganze ist auch heute noch halbwegs aktuell. Die Spannung. Ach, ich muss dazu sagen, also diese 7 Episoden hier, die ziehen sich stellenweise ein kleines bisschen. Als Whovian nimmt man das Ganze natürlich so hin und ist auch froh über die etwas entschleunigte Inszenierung. Mir persönlich hat das sehr gut gefallen, aber wer nur den neuen Doktor kennt, beziehungsweise sagen wir mal ab Christopher Eccleston 2005, der wird hier vielleicht ein paar kleine Probleme haben, weil das Ganze ist halt etwas ruhiger inszeniert, obwohl es von der Spannung her durchaus auch mit heutigen Episoden messbar ist. Aber ja, gut gealtert, möchte ich sagen, was allerdings in erster Linie an den Feinden liegt. Leute, die den Doktor nur von heute kennen, wissen auch, dass die Daleks gefährlich sind und nicht zu unterschätzen sind, auch wenn sie eigentlich lächerlich aussehen. Aber was es mit den Daleks auf sich hat, wo die Daleks herkommen und die ganzen Hintergründe werden in dieser Storyline erzählt. Infolgedessen finde ich, diese Storyline ist auch für neue Whovians interessant. Schon alleine, weil es halt die erste Folge, das erste Aufeinandertreffen mit den Daleks ist. Hier erfahren wir übrigens auch, warum die Daleks so einen Hass auf den Doktor haben. Ich meine, die Daleks mögen nichts und niemanden außer den Daleks, aber warum sie ausgerechnet den Doktor als Todfeind bezeichnen, das ist nämlich nicht erst seit dem ewigen Krieg oder dem Zeitkrieg aus der neuen Storyline so, sondern die Grundsteine werden hier bereits gelegt. Infolgedessen auf jeden Fall eine Empfehlung für Nostalgiker sowieso, für Whovians von heute und eigentlich für alle, die sich für Science Fiction interessieren. Auch für Leute, die bisher den Doktor noch nicht gesehen haben. Schöner Einstieg. So, was haben wir an Bonusmaterial drauf? Wir haben einmal Creation of the Daleks. Da wird in 17 Minuten ungefähr erzählt, was es mit den Daleks auf sich hat, wie die entstanden sind, auch die Hintergründe, warum die aussehen, wie sie aussehen. Und dann haben wir noch Audiokommentare zu den Episoden 2, 4 und 7. Da kommen unter anderem Verity Lambert zum Einsatz und ja, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall interessante Audiokommentare. Verity Lambert, das ist damals die, ich meine, die erste weibliche Produzentin der BBC gewesen oder die erste Serienmacherin, auf jeden Fall der damalige Showrunner, kann man sagen. Also quasi der 1963er Stephen Moffat. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, scheut euch nicht, mir den Schallschrauber nach oben zu drücken. Schreibt mir was Liebes in die Kommentare rein. Wenn euch irgendwas gestört hat, wenn ihr Anregungen habt, was euch noch auf der Seele brennt, was ihr noch wissen wollt, schreibt das auch in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.